Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schwert hier in der glorreichen Gala-Region. Oh, da sprechen ja zwei miteinander. Hi! Wenn du dich auf deinen Reisen verirrst, wirf einfach mal einen Blick auf die Karte. Okay. Karte, da haben wir sie. Das ist eine sehr detailreiche Karte, wie man hier sieht. Okay, das ist dann das Haus des Professors. Oder der Professorin, da müssen wir hin. Am Ende der Route 2. Pokédex! Gefangen, gesehen, 6. Gefangen, 4. Ich muss noch einen Wolli... ich sollte noch einen Wolli fangen. Chimpep. Das haben wir. Erhöht es durch Rennen seine Körpertemperatur, strömt Feuerenergie durch seinen Körper. Dann kann es seine wahre Kraft empfinden. Ach, deswegen hoppelt es die ganze Zeit immer hin und her. Micro. Es ist von Natur aus sehr mutig und fordert daher jeden noch so starken Feind heraus. Selbst wenn es den kürzeren zieht, dient dies seinem Training. Raffelpaffel. Es ist überall in der Gala-Region anzutreffen. Hat es also keine Beeren, die es in seinen beiden Backen horten kann, wird es unruhig. Wolli. Müssen wir noch fangen. Katzen-Pokémon. Bauzi. Es sammelt mit Vorliebe glänzende Gegenstände. Ist es gut gelaunt, lässt es seinen Trainer einen Blick auf seine Sammlung werfen. Gefällt mir immer wieder gut. So. Speichern wir mal. Hier auf dem Land geht es recht ruhig zu. Die Großstadt dagegen wird dich umhauen. Okay. Kann man da rein? Man kann hier jedes fremde Haus betreten anscheinend. Na? Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Magnelia? Die findest du in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2. Was für eine kleine Wohnung. Na, Grinsemann. Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, das es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor. Auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Wuhu. Such a nice. Na? Delien ist einfach unglaublich stark und sieht auch noch gut aus. Er ist eine richtige Berühmtheit. Naja. Und du? Ich wollte eigentlich auch Pokémon-Trainer werden, wenn ich mal groß bin. Aber ich finde es voll schwierig, wie Delien den ganzen Tag nur an Pokémon zu denken. Ja, da gebe ich dir recht, Kleiner. Ich denke auch lieber an schöne Frauen. Hey, Babys. Na, du bist keine Baby, wa? Ich habe Delien am Bahnhof gesehen. Selbst vom Weiten strahlt er stärker aus. Baby, du hast mich noch nicht gesehen. So. Die Glurak-Pose. Wenn ich die gleiche Pose wie der Champ einnehme, fühle ich mich direkt stärker. Okay. Ah, da oben ist er wieder, der kleine Junge. Na? Sanja hat den Pokédex auf deinen Smartphone installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt öfter, immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus, du kannst sie also gar nicht verfehlen. Sie haben auch alle eine Schwester Joy. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach, Jim. Na danke, das kann ich doch noch alleine. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center, Jim? Ja, ist so neu für mich. In Ordnung, dann pass mal auf. Ich muss den Akzent wieder einüben. Siehst du die Dame da hinterm Tresen? Das hört sich hamburgerisch an. Egal. Wenn du sie next fragst, macht sie all deine Pokémon wieder fett. Ist Schwester Joy. Und an solch einem Computer kannst du Pokémon abgeben, die du gefangen hast. Man kann nämlich immer nur 6 Pokémon gleichzeitig mit sich rumtragen. Aber ich lasse das mit dem Akzent. Gut, dass ich mich hier im Pokémon-Supermarkt mit Tränken eingedeckt habe. Das hat mir neulich echt den Hals gerettet.
Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Jim, ich gehe schon mal zu Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Und tschüss. Na, Baby. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Bimp, bimp. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Schön mit einer Verbeugung, so muss das sein. Servol. Ich bin ein Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf sein? Einen Namen bewerten, eine Attacke erinnern, vergessen. Okay, wenn wir... Okay. Wo wären wir nur ohne die Pokémon Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, so oft du willst und sogar kostenlos. Und du, hast du Pokébälle? Einkaufen. Auch keine Pokébälle. Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Nein, danke schön, abbrechen. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Hey, Baby. Wow, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich voll ins Schwarze. Hm, möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Nein. Oh, okay. Kein Thema. Sag Bescheid, wenn du es ja anders überlegt hast. Ach, machen wir es einfach mal. Wow, okay, das haben wir schon mal. Ja. Wann habe ich Geburtstag? Februar? Stimmt zwar nicht, aber egal. Gucken, ob sie den Running Gag kennen. Oh, tatsächlich. Scheibenkleister. Na gut, ich will das jetzt aber wissen. Wann habe ich Geburtstag? Mal nachdenken. Ich habe im März Geburtstag. Ja, man glaubt es kaum. Am 15. Ah, okay. Dein Geburtstag ist also am 15.3. Ist das richtig? Ja. Cool. Wenn du am 15. geboren wurdest, dann wirst du... was steht da? Oh, Mann, da habe ich voll Essen auf die Stelle gekleckert. Baby. Die Seite ist so dreckig, dass ich kaum noch was lesen kann. Häusper. Ja, wo waren wir gerade? Ach ja. Dein Geburtstag verspricht dir riesengroßes Megaglück. Na, das hätte ich jetzt auch gesagt. Es kann sogar sein, dass du einem legendären Pokémon begegnest. Haha, nur so ein Spaß. Ja, so sieht's aus. Tschüss, denn man sieht sich. Also wenn dieses gekünstelte Lachen, muss ich immer an Goldständer denken. Ah, mein Ständer ist aus Gold. Morgens weckt mich mein Pokémon auf. Abends bringe ich meine Pokémon ins Bett. Ich kann mir ein Leben ohne Pokémon nicht vorstellen. Poke, Poke, Poke. Und du? Kennst du die Pokémon-Professorin? Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Hi. Ich habe gehört, dass Delien einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Naja, er ist eine Lusche. Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Oh. Gibst du die Beere einem Pokémon zum Tragen, füllt sie seine KP um 10 Punkte auf. Gibst du die Beere einem Pokémon zum Tragen, heilt dieses von Pyrolyse. Gibst du diese Beere einem Pokémon zum Tragen, heilt es diese von Vergiftungen. Okay, dann kaufen wir mal. Ja. Ja, das hoffen wir doch mal. Danke für deinen Besuch. Hau ab. So.
Das Pokémon trägt nun eine Sinelbeere. Okay. Ah ja, und dann wird es so angezeigt. Wenn man mit seinen Pokémon gemeinsam ist, schmeckt alles doppelt so gut. Juhu! Ach, guck mal da, da ist noch ein Ball. Du findest eine Pokepuppe. Pokepuppe, eine hübsche Puppe. Sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Ich gehe so gern in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Naja, ich muss nicht unbedingt einkaufen, dankeschön. Wusstest du, dass jeder Laden andere Sachen verkauft? Also, die Artikelauswahl hier ist schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ballonmütze. Die sehen ja alle hässlich aus. Strickmütze. Brille. Handschuhe. Wozu war? Okay, vielleicht kann ich ja jetzt endlich diese hässliche Mütze loswerden. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal besser aus wie diese Strickmütze. Das ist einer dieser Vorbestellergegenstände. Nee, also wenn ich etwas hasse, dann ist das in Jogginghose rauszugehen. Das werde ich hier garantiert nicht machen. Die Hose sieht nicht besser aus. Ja, dann nehmen wir doch die lieber. Ich bin der Streifenkarl, ich bin der Streifenkarl. So, ich würde sagen, das sieht doch gut aus, nicht? Möchtest du anziehen? Ja, bitte. Tschüssken. Mit drei Küsschen, die Ladies. Well, sag mal, Jim. Für einen echten Trainer ist die Arena Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Hm, was sind das? Du weißt nicht, was die Arena Challenge ist? Wow, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Delian könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena Challenge teilnehmen, oder? Dann können wir uns beide gegenseitig anspornen. Wie echte Rivalen. Naja, also ich will einen Rivalen Plattmacher nicht anspornen. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren.
Und tschüss. Wollen die rein? Ja! Hallo Opa! Zwischen Sanya und Delion herrschte früher einmal eine gesunde Rivalität. Hallo Oma! Delion liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hatte er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Naja, so sollte man das ja auch machen. Na, Kinder. Lektion Nummer 1 für Pokémon-Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Okay. Du kommst jetzt mit Lektion Nummer 2? Lektion Nummer 2 für Pokémon-Trainer, habe ich recht gehabt. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon-Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinem eigenen Typ entspricht, steigert das ihre Stärke. Okay, gut zu wissen. Nur das Wissen eines Trainers kann einem Pokémon seine wahre Stärke entlocken. Okay, das ist ein schönes Haus. Das Haus der Professorin erkennt man auch von Weitem an seinem violetten... Okay, das ist das Haus der Professorin. Aber ich würde das eher als Villa bezeichnen. Da hat doch gerade was geblinkt, nicht? Ja. Du findest einen Beleber. Eine Medizin, die ein kampfunfähiges Pokémon wiederbelebt. Die Hälfte der maximalen KP wird wiederhergestellt. Gut, speichern wir mal eben. Und dann geht's auf die Route 2. Ach, jetzt ist der wieder da. Ah, hey, Jim! Willst du kämpfen? Well, sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich's dir. Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Guck dir mal die Pose von dem Knirps da hinten an. Delion? Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Jim. Well, die Pokebälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt, hä? Well, hier habt ihr ein paar Pokebälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. Du erhältst 20 Pokebälle. Well, okay. Du verstaust sie in der Pokéballtasche. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Well. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welches Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Ja. What's up? Ich werde in 0, nichts der allerbeste Team... nochmal von vorne. What's up? Ich werde in 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Okay. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Okay, hau ab. Da ist aber viel los. Gut, Freunde, an dieser Stelle werde ich dann jetzt die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Und wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr mir ein Abo dalasst, falls noch nicht geschehen. Und die kleine Erinnerungsglocke mit aktiviert. Ansonsten liken, kommentieren, Freude da lassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Tschüss.